ist, dass wir in der letzten Minute das Tor bekommen haben. Aber hätte man nicht von vornherein offensiver spielen müssen? Das war doch. Hätte man, das sagt man immer nachher. Ja, aber die Kritik die ist ja doch ziemlich alle. Die Kritik ist auch ziemlich einhellig hier, dass die Mannschaft insgesamt zu defensiv gespielt habe. Hätte man nicht Rummenigge vorher rausnehmen müssen, auch nach der Verletzung. Und dann hätte man wen reinbringen können? Ja, gut. Das ja, ist sehen Problem. Sie, das ist nicht Ihr Problem, aber die Kritik, das ist Ihr Problem. Wie geht's weiter? Glauben Sie an einen Rücktritt von Jupp Derwer? Ich weiß es nicht. Das ist eine Sache, die nur ihn und dem Präsidenten etwas angeht, erhalten ins Haus. Derwal-Rausrufe nehmen zu. Nix mehr mit rheinischer Frohnatur und Häuptling Silberlocke. Der noch Bundestrainer erklärt, das Klima ist vergiftet und ich klammere nicht an meinem Posten. Derwal, wann gehst du? Oh, was seid ihr, Friedrich? Was seid ihr, Friedrich? Am 26. Juni 1984 tritt Derwal als erster DFB-Cheftrainer vorzeitig zurück. In der Türkei warten auf ihn mit Galatasaray Pokalsieg und zwei Meistertitel. Deutschlands Elite versucht sich unterdessen gegen Argentinien. Meist bewährte Kräfte, auf die Nachfolger Beckenbauer baut. Schumacher im Kasten, Brehme, Bruns, Jakobs. Debütant Fronzek hinten, davor Bommer, Matthäus, Magath. Erstmals Falkenmeier und in der Spitze Völler und Mill. Gesungen wird vorerst noch nicht, doch sie sollen's richten, uns angekratzte Image polieren. Der neue Mann auf der Bank, mangels Lizenz kein Trainer, sondern Teamchef. Eigentlicher Trainer Horst Köppel, dem später in dieser Funktion Holger Osig folgt. Ob Teamchef oder Kaiser oder Lichtgestalt, er packt's zunächst grundsätzlich an. Pünktlichkeit und Disziplin, darauf legt er Wert. Erst in einem zweiten Schritt gedenkt der Weltmeister von 74 und 103-fache Nationalspieler, dem Spiel der Nationalelf Frische einzuhauchen. Mehr Tempo, mehr Spielwitz, schnelles Überbrücken des Mittelfelds. Gegen Argentinien in Düsseldorf ist davon noch nichts zu spüren. 1:3. Deutscher Torschütze Dietmar Jakobs vom Hamburger SV. Nein, alles überstrahlend glänzend beginnt sie nicht, die Ära Beckenbauer. Wir haben das Spiel 3:1 verloren, durch teilweise durch individuelle Fehler. Wir haben genau das gemacht, was wir eigentlich nicht tun wollten, die Argentinien in Führung gehen zu lassen. Das ist natürlich tödlich. Ich habe da immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich nicht überraschen lassen darf. Dann schießen die gleich nach 5 Minuten das 1:0.